Johannes, Kapitel 2. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinkocher zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter passte. Also zusammen 600. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand, dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete. Das Wasser, das zu Wein geworden war, er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechte. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter und blieb einige Tage dort. Jesus im Tempel. Als das Passafest näher kam, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen. Da machte er sich aus Stricken und Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk, mitsamt ihren Rindern und Schafen. Er fegte das Geld der Wechsler zu Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenverkäufern befahl er, schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Seinen Jüngern kam das Wort aus den heiligen Schriften in den Sinn, die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Die führenden Männer fragten ihn, woran können wir erkennen, dass du so etwas tun darfst? Gib uns ein Wunderzeichen als Beweis. Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Sie hielten ihn entgegen, für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre verbraucht und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Jesus kennt die Menschen. Während sich Jesus am Passafest in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er vollbrachte. Aber Jesus traute ihnen nicht und hielt sich ihnen gegenüber zurück, weil er sie alle durchschaute. Über die Menschen brauchte ihnen niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, gesegneten Tag.